Nicht nur in der Stadt gibt es einiges zu entdecken. Auch drumherum in der Natur gibt es viel zu sehen. Heute bin ich hier am Wetterpark, auf dem Buchhügel. Der Buchhügel ist ein Berghang auf der Westseite des Biberer Berges. Zu großen Teilen ist der Buchhügel komplett bebaut. Aber hier an dieser Stelle befinden sich ein Sportplatz, Äcker, Gärten, die Kinder- und Jugendfarm und eben der Wetterpark. Der Wetterpark wurde hier 2005 als Freilichtmuseum und Themenpark eröffnet. Wetter betrifft uns alle, jeden Tag. Aber wer von uns kann schon behaupten, wirklich zu verstehen, wie Wetter eigentlich funktioniert? Hier im Wetterpark wird das anhand verschiedener Stationen erklärt und erfahrbar gemacht. Träger dieses Wetterparks sind die Stadt Offenbach, der Planungsverband Rhein-Main und der Deutsche Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst ist der nationale meteorologische Dienst für Deutschland. Er liefert wichtige Daten und Vorhersagen. Der andere Partner, der Planungsverband Rhein-Main, ist ein Regionalverband, dem alle Kreise und Städte rund um Frankfurt angehören. Er ist auch der Träger des Regionalparks Rhein-Main, wo der Wetterpark eine der Stationen ist. In Offenbach gibt es weitere Stationen des Regionalparks Rhein-Main, zum Beispiel entlang des Grünrings von Main zu Main. Dort gibt es weitere Stationen mit vielen Informationen, die selbst alten Offenbachern noch unbekannt sind. Wieder unten in der Linkliste in der Videobeschreibung haben wir Ihnen weiterführende Informationen zum Regionalpark Rhein-Main und zum Grünring zusammengefasst. Es gibt aber noch weitere beschilderte Routen mit interessanten Stationen rund um Offenbach. Kennen Sie schon die Offenbacher Waldroute, die Apfelwein- und Obstwiesenroute oder den Hugenotten- und Waldenserpfad? Ja, diese Routen können Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Die Links zu diesen und weiteren Touren haben wir Ihnen unten in der Videobeschreibung eingestellt. Einige dieser Wege führen durch oder vorbei an Natur- oder Landschaftsschutzgebieten. Wussten Sie, dass es in Offenbach 2 Naturschutzgebiete gibt und weite Teile des Stadtgebietes als Landschaftsschutzgebiet geschützt sind? Kurz gefasst kann man sagen, bei einem Naturschutzgebiet handelt es sich um ein Gebiet, das besonders wertvoll für die Natur ist. Hier leben viele stark geschützte Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch darf hier kaum eingreifen und kaum etwas verändern. Die Natur steht dort an erster Stelle. Das sind in Offenbach das Gebiet rund um den Erlensteg von Biber und der Schultheißweiher zwischen Bürgel und Rumpenheim. Auch in einem Landschaftsschutzgebiet leben seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Vorgaben sind hier aber nicht ganz so streng wie bei einem Naturschutzgebiet. Zum Landschaftsschutzgebiet gehören in Offenbach beispielsweise das Mainufer, der Bachlauf der Biberbach, der Kuhmühlgraben und der Dreieichpark. Daneben gibt es noch einzelne Bäume in Offenbach, die als Naturdenkmal geschützt sind. Das betrifft vor allem sehr alte Bäume, wie zum Beispiel die August-Reiseiche am Hainbachtal im Wald. Sie ist mit über 500 Jahren der älteste Baum in Offenbach. Auch hierzu finden Sie die Links unten in der Videobeschreibung. Sie sehen, draußen gibt es viel zu entdecken in und um Offenbach. Und wenn Sie dann auf Ihrer Erkundungstour vom Wetter überrascht werden, dann denken Sie hier an den Wetterpark. Denn hier können Sie verstehen, wie angeblich schlechtes Wetter entsteht.